ist jetzt abgespürt. Ja, die haben wir da aber schon mit diesem Schreiben. So, was passiert jetzt in diesem Wald? In diesem Wald möchte Bofrost zusammen mit der Juwi AG 7 Windräder errichten, nämlich den ganzen Höhenrücken hinter mir von diesem Arnheiter Hof, dem Aussiedlerhof da hinten, bis Lützelbach hin, dicht an der Grenze zu Bayern. Jedes Windrad hätte eine Gesamthöhe von 241 Metern und einen Rotordurchmesser von 150 Metern. Wir haben hier einen Flügel dargestellt, der hier auf der Wiese 75 Meter hat. 10 Hektar Wald würden alleine für die Windräder gerodet. Nicht zu vergessen die Zuwegungen von ca. 8,5 Kilometern und der Verwendung von ca. 35 Tonnen Beton und Stahl. Wir sprechen, und das haben wir nachts gezählt, auf einigen Referenzflächen. Wir wurden schon belächelt dafür, das wäre ja nicht eine Referenzfläche, sondern ein Witz. Nein, wir haben gezählt und wir sprechen von ca. 14.370 Bäumen, die ihr Leben lassen müssen. Und wir fragen uns, für was? Darf das sein, dass ein gigantischer Betonklotz auf diesem Sandsteinrücken in den Boden gehauen wird? Ein gigantischer, tonnenschwerer, stahlarmierter Klotz, der dieses 250 Meter hohe Windrad tragen kann, stabilisieren kann. Und das passiert hier 7-mal. Ihr werdet euren Wald nicht wiedererkennen, was hier für ein Beton in den Boden gehauen wird, was in Vielbrunn, einem Felgenwald, für ein Beton reingehauen wird. Man muss sich das mal angucken, man kann es ja nicht glauben, wenn man es nicht gesehen hat. Man kann es nicht glauben, wenn man es nicht gesehen hat. Damals, wo der Hofbauer uns vom Hof gejagt hat, das wissen wir heute, ist so alt wie die Basilika in Steinbach. Um 800. Heute ist sie angemietet worden vom Landesdenkmalamt, ist zugänglich und man weiß, dass es eine alte Kapelle war, die hier in der Rosenau, in der Maingau eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Burg Breuberg, ein Hauptwahrzeichen des ganzen Odenwaldes, von allen Burgen das wichtigste Burgenobjekt überhaupt, mit der Jugendherberge dort oben. Stellt euch vor, die Jugend guckt auf die Windräder hier rüber. Die alle Gedanken des Denkmalschutzes, die früher mal hochgehalten wurden, die ganz wichtig waren, alles ist die Bach runter. Spielt alles keine Rolle mehr. Man kann alles zerstören. Auch diese Gedanken der Heimatverbundenheit kann man zerstören bei den Menschen. Man überlegt gar nicht, was man anrichtet mit dem Gefühl der Heimatverbundenheit, der Lebensqualität, des Gemeinwohls. Man überlegt nicht, was man für einen Schaden bei den Menschen anrichtet. Es geht nur ums Geld. Es geht um nichts anderes. Lasst euch nichts erzählen. Lasst euch nicht erzählen, das hat was mit Klimaschutz zu tun. App. Ich bin jetzt gerade drauf und habe jetzt hier, wo wir im Moment sind, von einem leichten Westwind, wir merken hier gar nichts, das ist da oben auf der Höhe, mit 5 Knoten, das ist etwa 2,5 Meter pro Sekunde. Das heißt, beim Energiegipfel ist damals davon gesprochen worden, dass die Wirtschaftlichkeit bei 7,5 Meter pro Sekunde liegt. Das heißt, das Windrad wäre jetzt hier, wenn es da oben jetzt Wind produzieren sollte, unwirtschaftlich. Man muss unterscheiden zwischen dem Nennwert, das ist das Schildchen, was draufsteht, und der Leistung, die abgeliefert wird. Das kommunale Windrad am Hainhaus oben ist das einzige Windrad, wo wir die Ergebnisse wissen. Alle anderen sind geheim, Betriebsgeheimnisse. Und von dem kommunalen Windrad wissen wir, dass es unwirtschaftlich ist. Da werden Millionen versenkt, Steuergeld der Odenwälder Bürger, die davon betroffen sind. In Wirklichkeit aber muss es heißen, verschlafen haben wir die Entwicklung ausgereifter Technologien. Daher geben wir Geld für Presseagenturen aus, machen den Bürgern weiß, dass es ohne die Windkraft nicht geht
und ziehen Umweltbelange ins Lächerliche. Insgesamt hat die Windenergie einen Anteil am Endenergieverbrauch von 4,3%. Die CO2-Emissionen sind in der Stromerzeugung sogar gestiegen. Ich betone, gestiegen und nicht gesunken. Warum ist es so, werden Sie sich vielleicht fragen. Moment, neue Seite. Weil der Strombedarf steigt und Windräder keine Speicher besitzen, werden im großen Stil zum Abfangen des Strombedarfs bei Flaute zum Beispiel ganz viele neue Gasanlagen gebaut. Betreiber von Windkraftanlagen erhalten eine 20-jährige Festpreisgarantie für jede produzierte Kilowattstunde Strom. Selbst wenn Anlagen aufgrund drohender Netzüberlastung gedrosselt werden müssen, erhält der Betreiber eine Vergütung für den nicht produzierten Windstrom. Der Bau mit CO2-intensiver Beton- und Stahlkonstruktion und ca. 20.000 Tonnen Sondermüll, nämlich der Rotorblätter aus GFK, belasten uns zusätzlich. Die Klimaschutzexpertenkommission der Bundesregierung, und das kann jeder nachlesen, ich erzähle keine Märchen, konstatiert ein Versagen in der Energiewende. Im Weltklimaschutzindex ist Deutschland auf Platz 27 abgestiegen. Im Vergleich, China befindet sich auf Platz 33. Wir alle sollten also hellhörig werden, meine Damen und Herren, wenn die CDU leise, ganz leise Pläne prüft, die Atomkraft unter anderen technischen Voraussetzungen zu verlängern und laut einen Ablasshandel mit dem Volk verkündet. Die Anlagen werden, das muss man auch sagen, die werden nicht vom TÜV überprüft. Unsere Autos müssen alle 2 Jahre vom TÜV überprüft werden. So ein kleines Autochen. Hier reden wir von Anlagen, die mittlerweile 250 Meter hoch werden. Also der Frankfurter Fernsehturm ist 332 Meter. Das ist das zweithöchste Gebäude. Der Berliner Fernsehturm ist 1 Meter höher, 333. Alles, was Geld bringt, wird untersucht. Und alles das, was Kritik loslösen könnte, wird nicht untersucht. Wir kämpfen gegen eine Wand von Kapital. Denn es geht hier um viel, viel Geld. Und wo es um viel, viel Geld geht, wird viel gelogen und getrieben. Die Professoren, die sogenannte Gutachten erstellen, nur das Gutachten deshalb erstellt haben, weil sie von der Richtung das Geld bekommen für ihre Drittmittel in der Förderung ihrer Universität, ihres Instituts. Man muss das fragen dürfen. Nur wer querdenkt, bringt uns in der Gesellschaft weiter. Nicht wer mit dem Kopf nickt und sagt, das wird schon alles so richtig sein. Immer steht ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Nur wir mit den Bürgerinitiativen haben ein Interesse daran, dass unser Lebensraum nicht zerstört wird. Das ist ein Minimum an Forderung für unsere Lebensqualität. Wir haben hier in diesem Wald hinter uns alle schützenswerten Vogelarten. Wir haben in diesem Wald eine Naturlandschaft sondergleichen. Wir haben das Label UNESCO Geo Naturpark. Übrigens, das sehe nicht nur ich so, das haben unsere Vertreter im Hessischen Landtag genauso gesehen, als sie nämlich den Schutz unseres Lebens und das Staatsziel Umweltschutz in die Landesverfassung aufnahmen. Übrigens haben wir da neuerdings drüber abgestimmt. Rotmilan, Uhu, Schwarzstorch und andere geschützte Arten sind im Odenwald heimisch. Unsere Gesetze, ja, ich betone Gesetze, die unsere gewählten Volksvertreter erlassen haben, haben diese Tiere für schützenswert erklärt. Trotz bewiesener Vorkommen wurden unrechtmäßig Windräder gebaut. Auf Versammlungen und in Gutachten wurde erklärt, dass die Tiere andersrum fliegen würden und auch werden. Bei 390 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit der Rotorspitzen hat kein Vogel dieser Welt Zeit genug, sich umzugewöhnen. Mir pfeift der Uhu regelmäßig von da oben um die Ohren. Regelmäßig. Das interessiert keine Sau. 500 Meter weiter ist ein Horst vom Rotmilan, der brütet seit 15 Jahren hier. Den habe ich vor 15 Jahren fürs Regierungspräsidium Gießen als schützenswerte Vogelart kartieren müssen.
Aha. Mit Koordinaten. Aha. Ist der noch da? Der ist noch da. Ja. Da musst du aber jetzt die Flugbewegungen belegen. Ja. Was mir noch am Herzen liegt, da oben auf dem Höhenrügen an der Römerstraße, wo die Dinger stehen, ist im Frühjahr ein ganz starker Waldschnepfenstrich. Die Waldschnepfe weiß in Zukunft, dass sie nicht über den Wipfel fliegen dürfen. Das weiß die. Die fliegt dann unten. Das interessiert keine Sau. Jedenfalls passiert etwas, dort oben, das ist ein Sandsteingebirge, wird es zu Vibrationen im Boden kommen. Das ist belegt. Muss man nicht drüber diskutieren, weil dieses Windrad überträgt die Vibration über den Betonklotz in den Boden. Richtig, sagt sie. Es ist schlimm, was wir dort, wo die Windräder sich im Taunus drehen, mitmachen und wie laut das ist. Die Dinge sind laut. Das ist das eine. Nun kommt da ein Begriff ins Spiel, der heißt Infraschall. Etwas, was man bei uns noch gar nicht richtig untersuchen darf, aber in Dänemark schon untersucht hat. Und wir wissen von vielen Stellen, dass das ständige Rotieren der Windräder einen Infraschall auslöst in einer Schallfrequenz, die bei Menschen auf eine große Kilometerentfernung, mehr als 1000 Meter, dazu führt, dass es Kreislaufstörungen, Schlafstörungen und andere gesundheitliche Beeinträchtigungen gibt. Das macht auch was mit uns, das macht mit uns allen was. Das ist auch noch diese andere Thematik. Horst hat es angesprochen, die Thematik mit Infraschall. Wir haben hier auch unter anderem unsere Apothekerin aus Bad König, die Ulla Geis-Hinz. Sie merkt es auch, nachdem die Felgenwaldanlagen angeschaltet worden sind, hat auch wieder sprunghaft die Zahl zugenommen von Patienten, die über Übelkeit, Kopfschmerzen und allerlei Geschichten klagen, Schlafstörungen, was alles so Aussetzer, also das heißt auch, das ist so ein Problem, sie können sich gar nicht mehr konzentrieren, haben Aussetzer, Wortfindungsstörungen, also das sind alles so Themen, die können auf einen zukommen. In diesen Klüften und Spalten sammelt sich das Wasser, führt das Wasser schließlich zu einer Quelle. Manchmal und in vielen Fällen ist es Trinkwasser, was dann aus dem Boden kommt. Ob das dann noch das Trinkwasser mit der Qualität ist, die es allgemein hat, ist eine große Frage. Und das werden wir im Laufe der Zeit erst erfahren. Es gibt nachweislich Beispiele, wo das Trinkwasser trüb geworden ist und für die Trinkwasserversorgung ausgefallen ist. Bei uns noch nicht. Aber wir müssen vorher schon darauf hinweisen, dass dies eine Gefahr bedeutet und dass das für uns nicht gleichgültig ist, was hier passiert. Wenn an der Quelle was passiert, muss der Betreiber mit Ersatzfahrzeugen das Trinkwasser mit Tankfahrzeugen zu den Bürgern fahren. Steht drin, wirklich. Das ist wirklich nachzulesen. Das erfinde ich nicht. Ich habe die Baugenehmigung. Ich habe sie zu Hause und ich habe das nachlesen können. Ich würde es auch anfangs nicht glauben. Der Landwirt von dem Hof da unten hat hier seine Wasserversorgung. Hier ist dem seine zentrale Wasserversorgung. Das letzte Windrad kommt, wenn man hier etwa hin hochguckt, ja, so 400 Meter etwa. Auf diesem Rücken da oben lasten dann 7500 Tonnen. Loser Sandstein. Da oben ist die sogenannte Hartquelle. Die Hartquelle versiegt schon, wenn die Holz rücken. Ja. Muss man dazu noch was sagen? Ja, so ist es. Er wird wahrscheinlich der Erste sein, der von der Frau Lindscheid mit Fässern Wasser versorgt. Man schluckt ohne Ende Kröten, man wird auch bei vielen Sachen teilweise angelogen. Also das Thema WKA5 mit dieser ganzen Geschichte mit dem ölverschmierten Windrad. Man muss sich ja vorstellen, das Windrad dreht sich.
Das fliegt ja dann, diese ganzen Anhaftungen fliegen ja überall in der Gegend herum. Das heißt, der Waldboden, alles was ringsherum ist, wird ja dadurch mehr oder weniger verseucht. Jeder hat ja in Physik gelernt, Reibung erzeugt Hitze. Das bedeutet, das Getriebe wird warm. Wenn es warm ist, was kann dann passieren? Es kann sich entzünden. Ja, wenn es sich entzündet, was ist los? Überall ist alles feucht, voller Öl. Was man draußen sieht, ich möchte nicht wissen, wie innen drin das Maschinenhaus aussieht. Das heißt also, überall muss es Öl sein. Dann ist die nächste Frage, wenn wir einen Waldbrand haben, wie sieht überhaupt die ganze Einsatzplanung aus? Gibt es Pläne dazu? Liegen die bei unserer Feuerwehr bereit? Bei welcher Feuerwehr liegen die bereit? Normal müssten alle Wehren hier im Odenwaldkreis Einsatzpläne haben, was passiert, wenn im Wald was losgeht. Dann ist es auch interessant, wenn man da drunter steht, es macht Geräusche. Jetzt muss sich ja jeder vorstellen, das Öl ist ja dafür da, damit das Getriebe geschmiert wird. Jetzt muss man so eine alte Anlage nehmen, die neueren haben so knapp 1000 bis 2000 Liter Öle da oben in dem Haus drin. Hier reden wir jetzt so von knapp maximal 700 Liter Öl. Also ich gehe nicht davon aus, dass alles Öl weg ist, aber es wird schon eine recht große Menge davon rausgelaufen sein. Und da ist es ja einfach so, dieses Öl ist unter anderem dafür da, dass das Getriebe geschmiert wird. Das heißt, so viel Öl, wie da draußen ist, und wenn man da drunter steht und man hört, es knackst, es kriegt eine Unwucht, das Ganze. Das Windrad steht knapp 100 Meter von unserer Landstraße entfernt. Die wird benutzt wie eine Bundesstraße, das ist die Querverbindung von Wörth nach Michelstadt. Da fahren ohne Ende Autos, da fahren auch Laster und so weiter. Die ist zwar eng, aber es ist eine stark frequentierte Straße. Jetzt ist das Windrad 149 Meter lang. Also es sind knapp 100 Meter die Entfernung zur Straße. Was passiert, wenn das Windrad umfällt? Ein Flügelabwurf. Es geht uns einfach darum, wie die Pressestelle des Landratsamtes dazu kommen konnte, zu sagen, es ist repariert, obwohl es noch gar nicht repariert war zu dem Zeitpunkt. B, was für uns einfach mal ganz wichtig ist, es wäre ein Unfall, wie wir es lesen könnten, während Wartungsarbeiten ist was kaputt gegangen, dadurch hat es geleckt. Dann ist die nächste Frage C, warum wurde es nicht abgestellt? Das heißt, wenn etwas kaputt ist, kann ich es nicht weiter laufen lassen, weil ich muss ja dann erstmal die Maßnahme auch reparieren. Aber das hat ja auch keiner gemacht. Das heißt also, warum ist es kaputt gegangen? Warum wurde es nicht abgestellt? Warum lief es weiter? Das nächste in der Zeitung war ja wunderbar zu lesen, von der Pressestelle des Landratsamts. Es ist ja schon alles repariert. Ich frage mich, wie die dazu kamen. Zu dem Zeitpunkt, wo es in der Presse stand, hat die Firma Festers noch gar keinen Wartungswagen da oben gehabt. Der kam nämlich erst dann 2 Tage später. Also es ist schon repariert, aber in Wirklichkeit war noch gar keiner da. Aber man sagt erstmal der Bevölkerung, ist ja nichts. Stellt euch nicht so an, ist ja überhaupt nichts passiert. Ja, an wen meldet man das? Wenn man die Polizei anruft, das ist mir schon bei so vielen Sachen passiert, man ruft die Polizei an. Ja, die Polizeistelle sagt dann ganz einfach, wir sind nicht dafür zuständig. Dann haben wir eine Umweltpolizei in Lorsch, die ist aber nur während der normalen Werktage und zwar immer nur morgens von 8 bis 17 Uhr da. Das heißt also, danach kann ja nichts mehr passieren. Dort hatte ich auch seinerzeit mal angerufen, da hieß es, ach guter Mann, was stellen Sie sich denn an? Auch die Straßen versiegeln alles Mögliche, war ein anderes Thema. Aber die Sache ist einfach so, Umweltpolizei, extra Sonderstelle, interessiert sich nicht dafür. Die schieben sich aber auch Ping-Pong, sie rufen die eine an, nein, nein, die andere ist zuständig, die andere gefragt, nee, nee. Das heißt also, es wird überhaupt, der Bürger wird verarscht, verschaukelt, es passiert nichts. Gigantisch. Und jetzt kommt ja das Lustige. In diesen Tagen, man liest das von Ulrichstein im Vogelsberg, das waren die Schlaumeier, die ersten Schlaumeier mit Windindustrie, haben ganz gut davon gelebt in der Gemeinde, sind jetzt die 20 Jahre der Förderung abgelaufen. Und jetzt denkt man in Ulrichstein über die Stilllegung nach und über den Rückbau. Man hat gesagt, naja, man könnte ja vielleicht da auch ein anderes Windrad draufstellen. Geht nicht. Tut nicht, sagt man im Odenwald. Tut nicht. Repowering nennt man das. Das ist der Intelligenzbegriff. Repowering.
Geht nicht. Der Bürgermeister selbst und Ulrich Stein hat das jetzt verkündet. Geht nicht. Wir werden stilllegen. Jetzt muss das Windrad, das da draufsteht, entsorgt werden. Das ist eine Spezialentsorgung. Dafür gibt es keine Entsorgung. Der Herr Schäfer, sehe ich von Berwert, da hat er gerade auch was darüber geschrieben. Es gibt keine Entsorgung für das Material. Man hat andernorts in Amerika das schon erkannt, hat auf Recycling verzichtet, die Windradstangen zerkleinert und aufbereitet und mit Erde verfüllt, weil es kein Recycling gibt. Dann kommt man an die Beton. Wie soll der Beton rausgebaggert werden? Ja, da sind ja noch schon Kosten vorbereitet worden für den Abbau. Aha, und wie viel? Ja, 100.000, 200.000 Euro. Das ist lächerlich, um einen Betonklotz mit dieser Stahlarmierung aus dem Boden zu kriegen. Das sind Millionenbeträge. Alle diejenigen, die das machen, müssen daran denken, dass letztendlich die Kosten dafür nicht am Betreiber hängen bleiben, sondern am Grundstückseigentümer. Das muss auch der Herr Bofrost wissen. Der lebt dann nicht mehr. Das machen dann seine Nachfolger, wenn es die Firma noch gibt. Vielleicht heißt sie dann Eismann, ich weiß nicht. Aber vielleicht gibt es eine andere Firma. Vielleicht ist alles bankrott. Dann muss sich die Gemeinde vielleicht drum kümmern. Das ganze System gegen Denkmalschutz, gegen Landschaftsschutz, gegen Naturschutz, gegen die Beeinträchtigung durch Infraschall, durch die Gefährdung des Trinkwassers. All das sind Aspekte, die sind wichtig und sie werden von der Politik und von denen, die im Regierungspräsidium die Entscheidungsbefugnis haben, und in Wiesbaden im Wirtschaftsministerium sitzen und in Berlin keinen Arsch in der Hose haben, bei denen spielt das alles keine Rolle. Und das ist gefährlich für uns. Das ist viel windgeschützer, das ist hervorragend. Und jetzt tut's auch wieder. Guck mal da, hervorragend. Habt Mut, Widerstand zu leisten. Ich bitte euch herzlich darum. Versteckt euch nicht. Macht's Maul auf. Und wehrt euch gegen das, was hier passieren soll. Zuletzt möchten wir alle Bürger bitten, die Flächen haben, die die Firma Juwi zum Transport und Bau anpachten möchte, nicht zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Oberzenn, die Stadtverordnetenversammlung, hat am letzten Mittwoch gegen die Stimmen der Grünen und der Linken beschlossen, dass auf den Waldgebieten der Stadt und auf den Zuwegungen der Stadt Oberzenn keine Unterstützung für den Bau von Windindustrieanlagen gibt. Wir, die Bürgerinitiative Preuberg, fühlen uns in unseren Grundrechten verletzt und fordern die Firma Bofrost, die Firma Juwi, die Landesregierung, das Regierungspräsidium Darmstadt, die Stadt Preuberg und deren Bürger auf, die Planungen für den Bau des Windparks Preuberg zu stoppen und sich dagegen einzusetzen.